Nein, die war echt super. Naked Superhero! Ich hab mir nicht so viel erwartet vom Turnfest, aber es ist richtig geil. Ja. Das hat jede Erwartung mitgebracht. Wir sind The Jabs, haben uns 2009 gegründet, machen jetzt seit ziemlich genau 4 Jahren Musik. Machen eine Mischung aus Pop- und Rockmusik. Es war auf jeden Fall sehr cool, in die Menge zu gucken. Und wie die alle mitgesungen haben, war schon einmalig. Suck it up! This is not the time for working hard. Es ist ein internationales Ereignis, dort Teil davon zu sein, auch noch als Band so im Mittelpunkt zu stehen. Das ist unglaublich geil. Wir dachten, wir spielen hier einfach nur zur Gaudi und jetzt haben wir aus Versehen einen Wettbewerb gewonnen. Also wir sind von vornherein mit der Einstellung da reingegangen, dass dabei sein alles gibt, weil es gibt eigentlich keinen letzten Platz, weil der Hauptsieg, finde ich, oder der Hauptgewinn ist eigentlich, dass man als Band von diesem Bekanntheitsgrad die Möglichkeit hat, vor so vielen Leuten zu spielen und somit sind eigentlich alle Bands ein Sieger. Nach den Wettkämpfen genieße ich so ein bisschen auch den Rummel um mich rum. Und dann sind natürlich auch Highlights, sowas wie jetzt hier die 2U-Party, weil ich sowas sonst auch gar nicht so miterleben kann, gerade mit dem vielen Training und den Wettkämpfen. Hier die ganze Metropolregion ist jetzt voller Turnerinnen und Turnern. Und ja, ich als Botschafterin bin auf vielen Plakaten in den Turnfestführern überall. Das heißt, überall auf der Straße werde ich erkannt, egal wo ich bin, ob ich nur in Ruhe, in Anführungszeichen, was essen bin oder in der Turnhalle. Und ja, das ist jetzt eine Woche Ausnahmezustand und ist echt cool.